Das sind die Cops jetzt, ne? Mhm. Haben die jetzt alle? Sieht fast so aus. Als müssen die sich eigentlich nur wieder verziehen. Dann sind wir glücklich. Na, da hinten ist noch ein Gegner. Naja. Da oben ist noch einer irgendwo im Haus. Na, den suchen sie gerade, okay. Ah, jetzt ist er reingerannt. Müsste er da nicht den eigentlich sehen? Kann ich nicht das Fahrzeug hier wieder wegfahren lassen? Nee, was ist denn hier unten? Guck mal, da ist auch noch irgendwas. Okay, Motorboot. Ah, jetzt fahren sie weg, okay. Das ist vielleicht unsere Chance. Der andere Cop geht auch. So, wir müssen uns, glaube ich, mal ein bisschen beeilen. Schnell gucken, jetzt momentan ist er hier sowieso allerhand los. So, schnell anschließen. Dadurch, dass die Cops da sind, haben wir eigentlich die perfekte Rückendeckung dafür. So, das ist auch noch hacken hier. 2 von 3 haben wir zerstört, okay, oder manipuliert. Mal raus aus dem Gebiet. Ja, da oben ist halt Knete zum Mitnehmen, ne? Und da ist noch einer irgendwie übrig. Das heißt natürlich, ich setze mich jetzt erstmal hier ins Auto, guck, was hier drin ist. Ja, irgendwas ist ja wieder im Handschuhfach. Mal kurz mal aus. Dann gehen wir mal hoch. Und hoffen. Weg. So, anscheinend ist alles okay da oben. Dann bin ich doch glücklich und zufrieden. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal eben schnell zu dem anderen Ding. Also, coole Möglichkeit mit den Polizisten oder mit den anderen Gangs entsprechend. Ja, mit dem SWAT-Team war mir jetzt irgendwie, glaube ich, die beste Methode. Dann können wir ja jetzt... Ich kann das nicht abschalten, das ist ja kacke. Ist egal. Alarm ist eh ausgelöst. So. Meint ihr, sie haben es kapiert? Als würden eine Zentrillion mit Zero Days verarschte Leute vor Dankbarkeit aufjubeln. Sehr schön. So. Ja, soll es mal machen. Ich springe wieder auf die Externe. So, die suchen da hinten ab. Wir sind schon längst weg. Genau. Sehr schön. Voll cool, ey. Guck dir das an, wie geil das aussieht. Es müsste ja eigentlich mal irgendwas kommen. Ah, Gangster suchen noch. Nummer geblockt. Oh, was ist los? Lenny, du solltest dich mal im Callcenter bewerben. Also, wir machen dieses Videoding nicht. Weißt du was? Macht, was ihr wollt. Ist mir total egal. Gebe ich einen Scheiß drauf. Ja, und? Ich weiß, dass euer Server noch gesperrt ist. Naja, das ist so ein bisschen das Problem, ne? Das ist wirklich ein Problem. Das müssen wir noch ganz schnell in die Griffe kriegen. In den Griff kriegen, nicht in die Griffe. Lenny hat recht. Kiki ist noch gesperrt, Marcus. Völlig egal. Schluss mit Spielchen. Wir gehen in ihr HQ und holen uns den Dechiffrierschlüssel. Nach unseren Infos hat Prime 8 einen Bunker. Bunker. Aber wir wissen nicht wo. Lenny hat ein implantiertes RFID. Können wir den Bunker damit finden? Ja, das ist möglich. Super. Zeit, Lenny zu besuchen. Keine halben Sachen mehr. Ranch, du bist mein Backup. Ja, mach ich.
Also sollen wir da jetzt hin? Die soll jetzt denen das Motorrad klauen. Puh. Oh, das wird gut, das wird gut. Mein Gott, ich hasse diesen Scheiß. Scheiß auf alles. Jo. Tschüss. Das ist meine Karre, ihr Bitches. Oh, Krankenwagen, auch nicht schlecht. Ich nehme hier so eine Abkürzung. Weil bei diesen Rockern ist man sich nie so ganz sicher, ne? Ah, da fehlt so an vielen Stellen und die sind halt immer so schnell dabei, irgendwen über den Haufen zu schießen. Ungerechtfertigterweise. Was ich ein bisschen schade finde, bei GTA 4 damals war es ja so mega cool, wenn man gesagt hat, ja, hier der Protagonist, wenn man auf dem Motorrad steigt, dann setzt er sich sogar einen Helm auf und alles. Das finde ich so ein bisschen schade, dass das hier nicht gemacht wird. Gut, es gibt in Amerika keine Helmpflicht. In Europa aber schon. Also das wäre irgendwie ganz cool gewesen, klar ist... Wenn man da halt auch gesagt, okay, hey, auch wenn es hier keine gibt, Helmfahren ist besser, so ein bisschen Statement-mäßig das Ganze macht. Immerhin macht mir die Statements die ganze Zeit von wegen hier gleichgeschlechtlich sei super normal und sonst was halt, ne? Und jeder ist da so. Also von daher hätte man doch auch irgendwas mit Helmen machen können und anschneiden. Ja, das finde ich dann wieder ein bisschen schade, wenn man halt da die Wirklichkeit außer Acht lässt und sich dann eher um anderen Krams kümmert, der für ein Spiel eher uninteressant und unwichtig ist. Aber gut, okay, es ist halt... Immer ein bisschen seltsam. Naja. So. Das ist ein anderer Spieler, der da unterwegs ist. Ist das einer aus meiner Freundesliste? Kann sein, ich habe hier nicht so viel in der Freundesliste drin. Bei UbiPlay. Kann man mich auch gerne adden. Oh, was ist los hier? Sieht scheiße aus, Mann. Sieh mal vernünftig an hier. Spacken. Ja, komm, pass auf. Kopf auf den Halt setzen. Zentrale, wir haben einen anonymen Tipp zu einem möglichen Verdächtigen. Bitte melden. Ah. Mutmaßlicher Brandstoff, das ist gut. Ich will mir jetzt angucken, wie du verdroschen wirst hier. Noch nicht mal die Beine rasiert hier, du Schlampe. Keine Bewegung. Ist das eine Art Witz? Soll ich einen Krankenwagen rufen? Nein. Auf die Knie. Sie sind verhaftet. Lassen Sie mich. Diese Typen wollen rein in deinen Kopf und... Klar, das ist ihr Job. Sie haben das Recht zu schweigen. Tja, so muss es sein. Er hat uns irgendwie dumm angepöbelt, ne? Dann kommen wir auch in den Knast für. Wer uns dumm anmacht, wird einfach weggesperrt. So einfach ist das. So, halt, ich soll hier außen die Mission machen. Okay. Gehen wir hin und polieren in der fetten Sau mal endlich die Fresse, ne? Finde ich auch. Sollten wir einfach machen. Ja, einfach mal ein Statement abgeben, ne? So nach dem Motto, hey, mit uns nicht hier. Bam, klatscht es. Ich hasse euch, Fixer. Oh, was ist los? Und weißt du warum? Die Propagandavideos, die Graffitis, der Anti-Irgendwas-Gutmenschen-Bullshit. Ihr Arschlöcher nehmt euch verdammt nochmal viel zu ernst. Und entzünde ich dich halt jetzt an. Aber du kapierst es nicht. Wir stecken da gemeinsam drin. Wir können das. Hey! Was für einen dämlichen Noob glaubst du vor dir zu haben? Und wie komplett bescheuert musst du sein, dich erwischen zu lassen. Ich dachte, es wäre ein Versuch wert. Okay. Fuck. Mal sehen, wie weit ihr mit toten Servern kommt. Loser. Haben sie es jetzt? Ich hoffe es. Wie, wenn nicht, Mann? Wir haben einen Ping vom Primate-Bunker. Und sehr schön. Von nichts. Kann sein. Na los, ihr traut ihr viel zu viel zu. Ja, berechtigterweise. So. Ich finde schade, hier gibt es immer so ein Restaurant, ne? Da kannst du dann aber nur was zu trinken bestellen, aber nichts essen. Es wäre halt ganz cool, wenn der Charakter halt wirklich auch mal schlafen, essen müsste. Ich finde, sowas sollte auch in solchen Spielen, gerade in solchen Open-World-Spielen wie deinem hier, auch GTA-Stil-mäßigen Sachen generell, drin sein. Das ist einfach viel geiler. Sagt man, oh, hey, warte mal, so wie bei San Andreas damals, wo der Charakter wirklich essen musste und so, ne? Das war viel, viel besser. Die Frage ergibt keinen Sinn. Ich meine, Aliens nutzen Predator nur als externe Wirtskörper, um ihre Spezies zu erhalten.
Und die Predator, die kommen von einer Welt, auf der man jagt oder stirbt. Sie brauchen Xenomorphe, um zu Elitekrieger zu werden. Tja. Es ist ein scheiß Ökosystem, das keinen wahren Gewinner hat. Okay, ignorieren wir mal die Wissenschaft. Rein hypothetisch, 1 gegen 1. Wer gewinnt? Meins. Das ist Alien. Scott oder Cameron? Mir gefällt das Sequel besser. Nehmen wir das. Marcus, kühne Behauptung. Ja. Darüber müssen wir später nochmal reden. Aber gegen ein Cameron-Alien. Die sind aggressiver, also gewinnt der Predator ganz leicht. Technologisch gesehen ist er weit überlegen, also kann er sich verteidigen, wenn der Xeno ihn angreift. Doch das ist wie die Frage, wer gewinnt, ein Mensch oder ein Zombie? Aliens jagen in Rudeln. Richtig. Okay, okay. Wie viele Aliens wären ein fairer Kampf gegen einen Predator? 3. Ein Predator-Schwermeister kann mit einem Yautja-Kombi-Stick 2 in Schach halten, aber ein dritter Xeno kommt bestimmt näher heran. Selbst wenn er ihn tötet, die Blutspritzer werden ihn völlig verätzen. Ja. Schwer zu sagen. Man müsste die Statistiken in einen Wahrscheinlichkeitsalgorithmus packen. Gegen Judge Dredd haben beide gekämpft. Was ziemlich abgefahren ist. Aliens gegen Batman. Der Predator auch. Vergiss bloß nicht Superman und Batman gegen Aliens und Predator. Er hat gewonnen. Ich weiß nicht mehr. Egal. Weißt du was? Hm. Ich gebe dem Predator den Gesamtsieg. Ja? Klär mich auf. Okay. Predator hat Archie erledigt. Shit, Archie ist so ziemlich die Spitze der Nahrungskette. Glaubst du, Predator ist mehr so der Betty oder der Veronica-Typ? Noch. Ich würde sagen Sabrina. Das ist ein gutes Argument. Ist gekauft. Predator ist an der Spitze. Und das fand ich immer cool mit Kumpels früher, wenn wir dann da saßen am Wochenende, rumgechillt haben, dann auch solche Diskussionen geführt, was macht Spaß, solche Nerd-Talk-Sachen. Können wir? Du musst diesmal beim Aufräumen helfen. Ach, immer lässt sie mich aufräumen. Fangen wir mit reinkommen an. Ja, das wäre schon mal was. Stoppschild! Was für ein Loser! Im Spiel. In Wirklichkeit halte ich bei jedem Stoppschild, ja. Das ist einfach, die Strafen sind einfach viel zu hoch, das nicht zu machen. Außerdem, wozu gibt es Regeln? Ne? Wenn man sich keiner an die Verkehrsregeln hält, dann braucht man auch bald kein Auto mehr fahren, sondern legt mir einen Panzer zu und fahre das nieder. Weil man sonst gar nicht mehr sicher ist. So, schon wieder ab in den nächsten Bunker. Interessant. Okay, Leute, was ist der Plan? Tja, Lenny hat die Tür extrem sicher verschlossen. Und Plan klar. B? Ich hab da was. Ein alter Entlüftungsschacht. Wahrscheinlich zugewachsen, also... Den finde ich. Da oben, okay. Das ist aber Sperrgebiet. Nicht so gut, ne? Nee, nicht so gut. Kann ich hier drum rumlatschen überhaupt? Sieht mir gerade nicht so aus, ne? Alter. Okay, doch, ja, hier. Oh, die eine Lampe flackert irgendwie. Voll spooky. Scheiße, man, ich sehe jede Menge Leute. Hab etwas Verdächtiges gehört. Was war das? Was haben wir hier noch? Habe ich alle? Ich hoffe es. So. Fuck. Alter. Mann, die verfickten Primate-Leute. Wow. Wo kamen die denn her? Scheiße, das muss mal anders angehen. Das habe ich nicht bedacht, dass dann halt auch jede Menge Leute davon rumflitzen. War ja eigentlich auch logisch. Nun gut, aber das machen wir beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bis dahin. Euer Mr. Zocker.